Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeBowler und heute würde ich Ihnen gerne etwas zu Indikatoren und Strategien erklären und wie man sie für TradeStation anpasst, wie man vielleicht auch eigene Strategien erstellt, eigene Indikatoren, wie man sie effizient mit Alarmfunktionen belegt und wie man sie auch in den verschiedensten Plattformen nicht, aber in den verschiedenen Tools mit nutzen kann, sodass Sie die Indikatoren dann auch möglichst effizient für Ihr Trading-Ansatz, für Ihre Trading-Strategien nutzen können. Und dazu gehen wir direkt einmal auf den Bildschirm. Indikatoren und Strategien kann man vornehmlich erst einmal im Chartfenster einfügen. Deswegen werden wir zuerst einmal direkt ins Chartfenster gehen. Sie können jetzt hier zum Beispiel mit der rechten Maustaste über Insert Analyze Technik direkt auf so eine Vielzahl von Indikatoren, Standardindikatoren zugreifen. Sie sehen, da ist wirklich alles mit dabei, was man standardmäßig in der Regel kennt, von Volumenindikatoren über RSI, über andere Standardindikatoren wie MACD und vieles weitere, die Sie dann natürlich selbst noch konfigurieren oder verändern können. Vielleicht nehmen wir zuerst einmal den RSI, klicken hier und haben hier die Möglichkeit auch über den Button Definition nochmal ganz genau zu sehen, was macht der Indikator eigentlich, also der Relative Strength Index, Abkürzung RSI, welche Inputs kann man verändern? Und was sind im Endeffekt die drei Ausgaben, die hier dargestellt werden? Also all diese Dinge können Sie für jeden Indikator hier aus dieser Liste, der standardmäßig inkludiert ist, nachvollziehen. Sie können natürlich auch, wer sich etwas mit der Programmiersprache befassen möchte, dann über Edit Easy Language direkt den Quellcode sich mit anschauen. Natürlich hier auch anhand des Quellcodes ein Stück weit verstehen, wie das Ganze funktioniert. Recht simpel werden wir dann später noch einmal drauf eingehen können. Also rechte Maustaste, Insert Analysis Technik, haben wir eine Vielzahl von Indikatoren sowie auch Show-Me's, Paint-Bars. Show-Me ist vielleicht ganz interessant, wenn man im Chart einmal das Jahreshoch sehen will, dann werden dann gewisse Punkte über der Kerze markiert. Also auch dies ist möglich hier mit einzufügen. Und natürlich können Sie auch beliebige Indikatoren selbst erstellen, wo wir dann später einmal drauf zu sprechen kommen. Beim RSI ist es im Prinzip auch dann simpel, wenn er einmal eingefügt ist, können Sie ihn direkt anklicken, um hier Inputs zu ändern. Ich könnte jetzt sagen, dass das Ganze sich auf einer Basis von 20 Kerzen berechnen soll und der überverkaufte Bereich auf 20 sowie der überkaufte Bereich auf 80 geändert wird. Dann sehen Sie dies hier unten dementsprechend wird angezeigt. Sie können natürlich auch andere Sachen wie Farben oder auch Linienstärke hier ganz, ganz normal mit anpassen. Ich glaube, was das Interessanteste hier ist, ist die Alarmfunktion. Wir können jetzt nämlich hier einmal hergehen und sagen, wir wollen einen Alarm ausgegeben haben, durchgängig und dann auch hier verschiedene Varianten durchspielen. Das heißt einmal das Ganze als Ton, dass Sie einfach hier einen akustischen Ton erhalten, wenn der RSI über 80 oder über 20 ist. Da kann man verschiedene Dinge auswählen. Man kann auch eigene Lieder hier rein theoretisch noch hochladen. Interessant ist auch Voice Text to Speech. Das heißt, wenn man im Quellcode einen Befehl hinterlegt, wird er dann ausgesprochen. RSI über 80 als Beispiel, RSI unter 20 könnte man ganz genauso hier hinterlegen. Dann wird das direkt angesagt. Dann weiß man, welcher Indikator hat jetzt gerade ein Signal gebracht. Das glaube ich ganz interessant, wenn man jetzt nicht direkt am PC ist, um einfach zu hören, ist das was passiert. Und ich muss jetzt mal kurz schauen, ob das vielleicht ein möglicher Einstiegspunkt wäre, Signal in irgendeiner Form, um dann die jeweilige Order auszulösen. Visuell ist auch mal ganz wichtig, vielleicht noch mal hinzuzunehmen, sogenanntes Pop-up-Fenster, wo Sie dann einstellen können, wie lange das auch da erscheinen soll, bis Sie es wegklicken oder eine gewisse Sekundenanzahl. Nutze ich eigentlich vornehmlich, gerade wenn man im Hintergrund irgendwie vielleicht E-Mails bearbeitet oder andere Dinge, kommt dann einfach dieses Pop-up-Fenster. Man klickt direkt drauf und landet auch direkt in dem Workspace, wo der Alarm entstanden ist. Wir werden später sehen, dass wir natürlich diese Indikatoren, was es viel interessanter macht, dann auch in den Radarscreen auf mehreren Werten gleichzeitig anwenden kann. Natürlich können Sie sich auch eine E-Mail senden lassen, wenn irgendwas Spezielles passiert, muss natürlich die TradeStation laufen, dann kriegen Sie da auf dem Handy oder wo auch immer Ihre E-Mail mit dem jeweiligen Alarm. Also das ist eine ganz wichtige Funktion. Neben den Inputs glaube ich auch das, wo Sie dann vornehmlich damit arbeiten werden und hier dementsprechend dann
Alarme zu generieren. Wie schon anfänglich erwähnt, ist es natürlich genauso interessant, so etwas dann einmal in den Radarscreen einzufügen. Wir beschränken uns mal hier auf die Werte, wo wir auch dementsprechend die Daten-Fees haben. Immer ganz wichtig, wenn Sie hier ein D in Klammern sehen, dann haben Sie Delayed Data. Das heißt, dass diese Daten dann eigentlich auch nicht in der TradeStation angezeigt werden können. Zumindest hier in der TradeStation 9.5. Hier funktioniert es ähnlich, würde ich mal behaupten, auch mit der rechten Maustaste hier auf Format Analyze Techniques, weil ja schon einige Spalten eingefügt sind. Können Sie auch diese dann noch beliebig verändern, sehen Sie auf der rechten Seite. Arbeitsindikatoren sind hier natürlich genauso verfügbar wie jetzt im Chart selbst. Und ich glaube, das macht es dann etwas interessanter. Den Bereich Overbought und Oversold muss ich jetzt nicht in jeder Zeile sehen. Den können wir hier mit der rechten Maustaste über Show Hide Plots ganz einfach ausblenden und können natürlich hier das Gleiche durchführen, was es, glaube ich, dann sehr interessant macht. Einmal die Inputs natürlich ändern. Da auch mal wichtig, dass Sie die gleichen Einstellungen im Radarscreen und im Chart besitzen. Hier vielleicht auch ganz wichtig, wenn man es einmal eingestellt hat und als Grundeinstellung speichern möchte, dann einfach hier auf Default. Dann ist dies, sobald Sie es irgendwo anders einfügen, die Grundeinstellung. Sie müssen es natürlich nicht jedes Mal neu ändern. Bei den Alarmen das Gleiche. Wir können auch hier sagen, zumindest Alert Once, und dann dementsprechend wieder mit Ton und Pop-up-Fenster. Auch hier ganz normal die Dinge, so wie es im Chart war. Mit Default kann ich das direkt als Grundeinstellung hinterlegen. Und gut, jetzt bekommen wir hier natürlich kein Signal, weil wir nichts in diesem Bereich haben. Aber wir können natürlich hier auch mal fiktiv die Inputs vielleicht etwas verändern. Jetzt schauen wir mal. Wir ja, müssten schon 55, glaube ich, hier nehmen, um dann dementsprechend auch ein Signal zu bekommen. Sie sehen erstmal der erste Punkt hier, dass wir das dann mal rot gekennzeichnet sehen, die Bereiche, die über 55 sind. Können natürlich auch jetzt mal schauen, dass wir vielleicht im 1-Minuten-Bereich wird es wahrscheinlich noch weniger, aber jetzt sehen wir auch hier das Pop-up-Fenster. Und was ich meinte, ich gehe jetzt in einen anderen Workspace, klick aufs Pop-up-Fenster und er springt direkt dort rein. Könnte jetzt auch im Vordergrund irgendeine andere Application oder eine Applikation laufen lassen. Dann ist es im Prinzip auch so, dass er in die TradeStation reingeht und Sie direkt sehen, wo ist das Alarm oder wo ist der Alarm entstanden. Also das auf jeden Fall, gerade wenn man jetzt nicht nur auf einem Wert arbeitet, sondern vielleicht auf verschiedenen Märkten, verschiedenen Titeln hier im Radarscreen in Riesenvorteil. Im Chart können Sie natürlich ganz genauso mit anwenden und dementsprechend hier die Alarmfunktion generieren. Dann haben wir schon den nächsten. Das ist hier US-Dollar, japanischer Yen. Es sind natürlich jetzt einige hier über diesen Bereich. Deswegen stelle ich es wieder zurück auf die 80 und wir gehen nochmal zurück in den Chart. Wir können natürlich im Chart, wie vorhin gesehen, auch Strategien einfügen, also nicht nur Indikatoren, wir können auch Vergleichswerte beliebig hier mit einfügen. Also es sind sehr viele Dinge, die man hier im Chart noch mit konfigurieren kann und für sein Trading-Setup anpassen kann. Ich glaube auch ganz wichtig, wenn man mal mehrere Indikatoren hat, um mit denen man arbeitet, das als Analysis-Group zu speichern, dann können Sie das direkt immer als ganze Gruppe irgendwo mit einfügen, wenn Sie mal ein neues Chartfenster erstellen. Aber sonst können Sie auch Chartfenster kopieren, wenn Sie einmal ein Setup haben. Das ist alles recht einfach zu handeln. Über Insert Strategy haben wir hier auch eine Vielzahl von Strategien, die schon vordefiniert sind. Auch da natürlich hier, weil wir uns gerade mit dem RSI beschäftigt haben, haben wir hier RSI Long und Short Entry. Also auch da die Inputs natürlich so einzustellen oder einstellbar, wie wir es beim Indikator gesehen haben. Dazu habe ich aber im zweiten Workspace schon einmal etwas vorbereitet. Das heißt, wir können hier direkt reingehen und sehen in der Form, weder über Insert Strategy, aber über Format Strategy sehen wir dann die Indikatoren, die schon eingefügt sind und auch welche Funktionen hier ausgelöst werden. Also Sie können ganz klar erkennen, welche Orderarten in welcher Strategie hinterlegt sind. Das heißt, wir haben zweimal Stop-Loss für einen Long Exit und Short Exit.
Wir haben den RSI Long Entry, Short Entry für den Einstieg und den Profit Target Long Exit und Short Exit für den Ausstieg und können natürlich jetzt hier eins machen, können ein Stück weit mit den Inputs auch spielen. Wir gehen vielleicht einmal in den Bereich Long Entry. Da haben wir 20. Gehen wir mal wieder etwas nach oben auf die 30. Sehen wir, unten sind schon einige mehr an Einstiegen durchgeführt worden. Sie können dann hierher gehen und auch den Performance-Graph sich für diese ja, Strategie oder Kombination von verschiedenen Strategien anschauen. Können sehen, wie profitabel war das. Sie sehen es auch nach Long und Short sortiert. Sehen hier noch eine einzelne Trade-Analyse, wie viel Gewinn- und Verlust-Trades. Also da ist wirklich alles mit aufgeführt, was wissenswert ist oder was wichtig ist. Auch hier, wie das Ratio ist, dass mal wie viel Prozent profitabel waren. Das sind 72%, aber auch genau durchschnittlicher Gewinn zur Verlust-Trade. Das sieht man natürlich hier mit 1,04 ist da noch einiges an Anpassungen durchzuführen. Das würde man dann über den Stop-Loss machen, kann man sogar hier automatisiert optimieren lassen. Also das funktioniert alles sehr gut. Wenn man es dann automatisieren will, ist es aktuell so in der TradeStation 9.5. Sie können es momentan hier nur über den Paper Trading Account erst einmal durchführen. Für diejenigen, die jetzt in der Testphase sind. Ich hoffe, dass das Ganze dann auch dementsprechend hier Ende des Jahres für alle möglich ist und auch dann im Live-Trading-Account. Dann kann man auch hier das Ganze vollautomatisiert laufen lassen und muss im Endeffekt hier nur noch bestätigen, ob das Ganze dann mit Confirmation oder ohne Confirmation durchgeführt wird. Also diese Möglichkeiten, natürlich hier muss man nochmal ganz klar erwähnen, TradeStation 9.5 für in Verbindung mit Interactive Broker bei TradeStation Securities funktioniert das natürlich ohne Probleme. Komplett live laufen zu lassen, natürlich dann nur auf die amerikanischen Aktientitel. Das ist hier dann bei TradeStation Global hoffentlich der Fall, dass man das auf allen Märkten dementsprechend mit anwenden kann. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Dann kommen wir noch mal ganz kurz zurück zur Easy Language. Zwar da auch hier, die Grundeinstellung habe ich ja geändert, aber das direkt hier mit durchführen soll. Man sieht hier auch den Aufbau relativ simpel. Sie haben einmal Inputs oben, Variablen, die Sie benötigen, dann was die einzelnen Ausgaben in der Form dann im Indikator sind, also und wie sich die Alarmfunktionen darstellen. Das heißt, man kann natürlich auch hier relativ simpel hergehen und sagen, man kombiniert vielleicht mal Dinge, wenn man den Aufbau so ein Stück weit verstanden hat. Hier sind wir auch gern bereit, Sie ein Stück weit mit zu unterstützen. Ich kann sagen, ich möchte einen neuen Indikator erstellen, Test. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir mal wieder die Zeichnung raus. Kopiere diesen rein, also bitte nicht im Originalindikator, sage ich mal, irgendwas verändern. Das wird in der Regel, glaube ich, eh nicht funktionieren. Sondern wenn Sie einen neuen Indikator erstellen, können Sie dann zum Beispiel sagen, Sie wollen gewisse Bedingungen hier aus dem RSI vielleicht verknüpfen mit Moving Average oder anderen Dingen, dass da ein Alarm aus der Verknüpfung passiert. Also das ist auch, glaube ich, hier eine sehr interessante Sache. Da sind wir natürlich auch gern behilflich und können auch Material zum Verständnis der Easy Language Ihnen mit an die Hand geben. Noch eine Sache zum Ende zum Radarscreen. Wir haben natürlich dann auch die Möglichkeit, was es auch interessant macht, Dinge zu sortieren. Sie können das ganz einfach mit einem Doppelklick hier durchführen. Aber ich glaube, das wirklich Interessante ist, dass man das dann auch automatisch sortieren lassen kann. Wenn Sie hier auf Format Sort gehen, können Sie hergehen und sagen, okay, ich möchte das hier alle 30 Sekunden oder jede Minute, wir arbeiten ja auf einem Minutenchart, dementsprechend aktualisiert haben, dass immer die Werte oben stehen, die jetzt am nächsten sind zu der Range, was wir eingestellt haben, als überkauft. Oder natürlich andersrum können Sie es auch sortieren. Man kann rein theoretisch auch mehr Sortierungen mit einfügen, müsste dann irgendwo sagen, dass man das nach dem Alarm sortiert, also nur dann den Wert hochkommt, wenn er diese Schwelle erreicht hat. Das ist dann auch wie eine Art binäre Selektion. Da können Sie auch mehrere Indikatoren hintereinander schalten, um den Radarscreen dementsprechend danach zu sortieren.
Jetzt, nachdem Sie alles gesehen haben, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn Sie sich für unseren YouTube-Kanal subscriben, sodass Sie auch in Zukunft keines der Videos verpassen. Und für alle, die das Ganze einmal live sehen wollen, können Sie sich natürlich auch für die Webinare anmelden und wer Hilfe für Strategien und Indikatoren mit der Easy Language benötigt, kann sich auch gerne direkt an uns wenden. Vielen Dank.